Schüsse am Flughafen von Kabul. Offenbar haben am Montagmorgen US-Soldaten in die Luft gefeuert, weil sich zu große Menschenmengen am Airport der afghanischen Hauptstadt versammelt haben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Augenzeugen. Bereits in der Nacht hatte sich die Situation weiter zugespitzt, nachdem die radikal-islamischen Taliban die Kontrolle über Afghanistan übernommen haben. Ist der Flughafen der letzte Weg aus dem Land. Ein Nadelöhr für Tausende auf der Flucht vor der Terrormiliz. Am Flughafen harren auch Angehörige westlicher Botschaften aus. Unter anderem die USA, Deutschland und Frankreich schicken Militärmaschinen, um sie schnellstmöglich auszufliegen. Ich habe jetzt gesagt, dass jemand ist, der ist. Aber ich habe schon mal gesagt,